Team Germany, home for respect! A home for respect. Unter diesem Motto stehen die diesjährigen Invictus Games, die von der Bundeswehr und der Stadt Düsseldorf gemeinsam ausgerichtet werden. Seit 2014 gibt es die durch Prinz Harry initiierten Spiele, die verletzten Soldaten zu mehr Anerkennung verhelfen sollen. Mehr als 500 WettkämpferInnen aus 21 Nationen treten an. Sie messen sich sportlich in 10 verschiedenen Disziplinen. Und dieses Jahr sind erstmals nicht nur Soldaten, sondern auch Blaulichtkräfte mit dabei. Diese Leute haben meinen allergrößten Respekt und ich bewundere das tatsächlich sehr. Das sind wirklich Vorbilder, auch für mich, in ihrem Lebensmut, in der Hoffnung, die sie geben, durch ihr Beispiel, auch in ihrem Kampfeswillen, in ihrer Willenskraft. Henning Baum, Schauspieler und selbst einst Zivildienstleistender auf einem Rettungswagen, macht es vor. Respekt zeigen. Respekt gegenüber Menschen, die für das Wohl unserer Gesellschaft manchmal sogar ihr Leben riskieren. Doch immer häufiger werden die Helfer vor Ort nicht nur Zeuge mangelnden Respekts, sondern sogar Opfer von Anfeindungen und Aggression. Absolutes Negativbeispiel: die Silvesternacht von Berlin-Neukölln. Einsatzkräfte rücken aus, um zu helfen, und werden an der Einsatzstelle nicht nur an ihrer Arbeit gehindert, sondern sogar angegriffen. Dieser immer wiederkehrende Appell, mehr Respekt einzufordern, scheint aus meiner Sicht nicht wirklich was zu bringen, sondern es muss sich dahingehend etwas ändern, dass die Gesellschaft und die Politik ganz eindeutig Signale setzen, wir dulden das nicht. Wir dulden keine Gewalt gegen unsere Einsatzkräfte. Die Athleten bereiten sich seit Monaten auf die Invictus Games vor. Sie sehen sich als Botschafter, die auf sichtbare und unsichtbare Krankheitsbilder aufmerksam machen. Also ich hoffe mir von den Invictus Games tatsächlich in Deutschland, dass die Anerkennung für Veteranen und auch gerade verletzte Kameraden steigt. Diese Menschen haben alle Unglaubliches geleistet und leisten gerade noch viel mehr, dadurch, dass sie auf diese Spiele hintrainieren und aus ihrem Schneckenhaus rauskommen. Und deswegen erhoffe ich mir die Sichtbarkeit und einfach den Respekt von allen, die da zuschauen. Wer sich intensiver mit dem Thema Rehabilitation und Teilhabe auseinandersetzen will, der kann rund um die Invictus Games die Team Respect Area besuchen. Das Programm wurde vom Sanitätsdienst der Bundeswehr ins Leben gerufen, um einen Ort des Austauschs zu schaffen. Der Eintritt zu allen Wettkämpfen und zum Rahmenprogramm ist frei. Posttraumatische Belastungsstörungen, kurz PTBS. Eine Verletzung, die nicht auf den ersten Blick sichtbar, für betroffene ehemalige Einsatzkräfte aber zu jeder Zeit spürbar ist. Ich war als Polizeibeamter in mehreren Auslandseinsätzen, insgesamt fast 4 Jahre. Die überwiegende Mehrzahl davon in Afghanistan. Und gerade beim letzten Einsatz sind sehr, sehr viele unschöne Dinge passiert, die einen belastet haben. Plus ein großer Sprengstoffanschlag noch auf unser Camp mit Toten und Schwerstverletzten. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich eine PTBS erlitten habe. Meine Erlebnisse, die nachher zu der PTBS geführt sind, liegen im Jahr 99 und rühren aus einem internationalen Einsatz heraus, wo ich viele schlimme Dinge gesehen habe, selber mehrfach mit Waffen bedroht worden bin, aus unmittelbarer Nähe und die mit mir was gemacht haben. Ein Ziel, das sich einige der PTBS-Betroffenen gesteckt haben, sind die diesjährigen Invictus Games in Düsseldorf. Die Bundeswehr und die Stadt Düsseldorf richten die Spiele aus, die 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen wurden. Hier geht es um mehr gesellschaftliche Wahrnehmung erkrankter Einsatzkräfte und darum, sie bei ihrer Rehabilitation zu unterstützen. Zwei von ihnen sind Thomas und Frank. Das Training in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf ist für sie ein wichtiger Bestandteil des Weges. Sport hilft natürlich dabei, sich zu motivieren. Sport hilft dabei, sich Ziele zu setzen und auch wieder den Alltag zu strukturieren, mit einem entsprechenden Trainingsplan zum Beispiel. Und Sport hilft natürlich auch dabei, zum einen wieder Vertrauen in sich selber zu finden, in die eigenen Fähigkeiten und auch wieder Vertrauen in andere Menschen zu finden. Das Programm an der Gruppe Sporttherapie hier an der Sportschule ermöglicht den Athleten viele Einblicke in andere Sportarten. Eine davon war Bogen. Und Bogenschießen hat mich verändert
oder mir was gegeben, was ich gar nicht gedacht hätte, dass es mir Sport gibt. Man ist sehr auf sich fokussiert und ich kann mich da in dem Sport echt fallen lassen. Wir wissen, welche Person welche Trigger hat und wir wissen auch, welche Person welches Handwerkszeug hat, wie sie sich wieder aus bestimmten Situationen herausziehen kann. Und wir wissen auch, wie wir da unterstützen können. Ich habe es ganz extrem hier in den ersten Trainingslagern gemerkt, beispielsweise Tischtennis, dass man sich so auf diesen kleinen Ball konzentrieren muss bei bestimmten Übungsformen und muss alles andere ausschalten. Und das ist ja genau das Problem, was die PTBS-Erkrankten haben. Das hilft dann ungemein, dass man sich so fokussieren muss. Man ist dann zwar am Ende des Tages kopfmäßig total leer, aber es tut einem immer nicht gut, mal nicht an irgendwas anderes, was nicht so schön war, gedacht zu haben. Und das hilft. Wir wollen auf das Krankheitsbild allgemein PTBS in der Bundeswehr, aber auch in anderen Organisationen aufmerksam machen. Wir haben ja auch die Blaulicht und die Feuerwehr mit dort bei. Und ich glaube, wir verstehen uns als Botschafter, um PTBS greifbarer zu machen, weil ich glaube, da kann man noch ein bisschen nachholen. Vom 9. bis 16. September bietet sich die Möglichkeit dazu. Die Invictus Games 2023 in Düsseldorf. Spiele für mehr Sichtbarkeit.